Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zur neuesten Ausgabe der BAFT-Show. Hier sind alle gut drauf. Gestern Abend waren ja ein paar Kollegen gruppendynamisch auf dem hiesigen Nürnberger Christkindlesmarkt und haben da sicher den ein oder anderen Lebkuchen zu sich genommen und womöglich auch noch andere Substanzen. Wir werden die Jungs jedenfalls gleich wieder fit spritzen, denn wir brauchen sie wach und agil für unseren ersten Videobeitrag heute. Der dreht sich um OpenPVP in Nagrand. Damit wir euch mal wieder was von der Horde zeigen, habe ich mich nach Nagrand begeben, habe mir Benny und unseren Forum-Moderator Karkarot geschnappt und wir zeigen euch jetzt das offene PVP. Und zwar muss man mitten in Nagrand die Insel Halar einnehmen. Die wird momentan von der Allianz besetzt. Und uns erwarten hier ungefähr 15 Wachen oder immer noch 15 Wachen mit über 100.000 AP. Und deswegen besorgen wir uns jetzt fliegendes Pferd, um sie wegzubomben. Um an diese Flugtiere heranzukommen, muss man einen der vier Spots hier außenrum einnehmen. Das mache ich jetzt glatt mal. Dann erhält man 10 Bomben, die über 11.000 Schadenspunkte machen. So, jetzt haben wir einen der Posten eingenommen und können uns auf die Windreiter schwingen. Und los geht's. So, hier unten sieht man schon zwei Wachen, die schon etwas Schaden erlitten haben. Werfe ich gleich nochmal eine Bombe drauf. Naja, 1.000 Schaden, 11.000 Schaden geht eigentlich gut ab hier. Jetzt drehen wir nochmal eine längere Runde. Wie diese Gefährte werden übrigens die epischen Horde-Flugreittiere aussehen. So, jetzt geht's zurück im Sturzflug in das Lager. Und wir werden hier unten wieder für ein bisschen Chaos sorgen, indem wir eine Bombe abwerfen. Herrlich. Ach so. Hier haben uns zwei Allianzler bei unserer Quest. Bei unserer Aufgabe unterbrochen. Ein Krieger und ein Schurke, die aber jetzt hoffentlich recht schnell fallen. Und sie fallen. Und jetzt können wir wieder unsere Runden drehen. Auf geht's, Jungs. Ja, solche Unterbrechungen sind eine herrliche Abwechslung zu dem öden Herumfliegen und Bomben. Denn das dauert schon seine Zeit, wenn man nur in einer Dreiergruppe unterwegs ist. So, nachdem wir jetzt alle Wachen weggebombt haben und von der Allianz zwischendurch unterbrochen wurden, was wir aber siegreich zurückgeschlagen haben, begeben wir uns jetzt in die Basis auf der kleinen Insel und nehmen die Flagge ein. Wie in den Zangamarschen sieht man auch hier eine Leiste, die dann langsam zurückgeht. Je mehr Spieler wir wären, desto schneller wird es gehen. So, das ist der Sieg für die Horde, würde ich sagen. Oh, da kommt gerade ein Ali-Krieger auf Level 70. Und natürlich greift er nur mich an und meine Kumpanen machen hier gerade nichts. Ah, jetzt helfen sie mir. Pff, ging ziemlich schnell. Level 70, ein einziger Krieger. Aber er war mutig, muss ich zugeben. So, jetzt ist es gleich soweit. Gleich bekommen wir den Zonenbuff und unsere Wachen erscheinen in der Basis. So, jetzt haben wir die Stärke der Halani bekommen und unser Schaden wurde um 5% erhöht. Und das haben jetzt alle Horde-Spieler in der kompletten Zone von Nagrand. So lange, bis die Allianz die Basis einnimmt. Und da drin sehe ich gerade noch einen Questgeber rumstehen. Gleich mal schauen, was er für uns hat.
Forschungsleiterin Amelidine. Bring 20 Kristallpulverproben von Oshugun zur Forschungsleiterin in Hala. Direkt neben der Questgeberin finden wir einen Rüstmeister der Hala. Und der hat wirklich wunderschöne PvP-Belohnungen für uns über, die wir gegen Halarmarken eintauschen können. Zum Beispiel für mich, für meinen Schamanen, eine schwere Rüstung Gurt mit 19 Beweglichkeit, 28 Ausdauer und 12 Punkte Intelligenz. Und erhöht vor allen Dingen meine kritische Trefferwertung um 9 Punkte und meinen Abhärtungswert um 13 und meine Angriffskraft um 20 Punkte. So, das war's vom offenen PvP aus Nagrand. Ich hoffe, ihr hattet beim Zuschauen genauso viel Spaß wie beim Umhauen der Allianz. Und wir sehen uns im nächsten Take für die Horde. So, wie gewünscht gibt's jetzt mehr von den Blutelfen. Ich habe meine Zamia wieder ausgepackt und mich nach Unterstadt begeben. Da gibt's eine Besonderheit momentan. Man muss der Lady Sylvanas, also der Banshee-Königin der Untoten, einen Medaillon bringen. Und dann fängt sie an zu singen. Da ich das schon gemacht habe, zu einem Zeitpunkt, als das noch nicht gab, also noch nicht eingebaut war, habe ich mir jemanden geschnappt. Und zwar Trixon vom Server Astchara von der Gilde Broken Legends. Und der wird das jetzt für uns machen. So, bei der Gelegenheit konnte ich euch gleich nochmal den Blutelfentanz zeigen, der von vielen gefordert wurde. Und jetzt begeben wir uns nach Silbermond, damit ich euch zeigen kann, was da am Winterhauchfest so abgeht. So, wir befinden uns jetzt hier in Silbermond. Meine Blutelfen-Paladine macht gerade ein Nickerchen und ich werde sie gleich mal aufwecken und mal schauen, was in Silbermond so am Winterhauchfest abgeht. Hier scheinen schon die ersten Alkoholisierten hier rumzuliegen. Schauen wir mal nach unten. Na, immer diese weiten Wege. Hier ist ja jetzt nicht so viel los und ausgeschmückt scheint auch nichts zu sein. Jetzt laufe ich auch noch falsch raus. Wir begeben uns jetzt mal in die Mördergasse, weil da ist bestimmt eine Mordsparty. So, und hier ist genauso wenig los. Oh, hier liegen schon die ersten Opfer des Glühweins in der Ecke. Oh, und da stehen zwei rum. Im schmucken Weihnachtsoutfit. Ja, ich würde sagen, sehr schmuckes Weihnachtsoutfit. Aber ansonsten ist in der Stadt wirklich nicht viel zu sehen, was mit dem Winterhauchfest zu tun hat. Ich glaube auch vernommen zu haben, dass die Blutelfen über das Fest sogar lästern und es als eine merkwürdige Angewohnheit der Menschen sehen. Damit hier wenigstens noch ein bisschen winterhauchfestliche Stimmung aufkommt, hat sich unser Begleiter von vorn, der Sylvanas hat singen lassen, in einen Gnom verwandelt und tanzt jetzt hier. Aber mir ist das einfach zu öde und ich glaube, ich werde meine Blutelfin jetzt einfach mal nach Okrimar porten und dann ein bisschen mit den anderen Hortlern weiterfeiern.